Konnichiwa und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4. Sorigashiwa Günther Shido Desoro und wir sind zurück mit den mächtigen Ashikaga. Und im letzten Teil haben wir ein bisschen weiter hier nach Osten expandiert, wenn ich mich nicht irre. Zumindest haben wir auch noch ein paar Rebellen niedergeknüppelt. Gerade schauen wir, wie die Mongolei größer wird. Euraten führen gerade einen Krieg gegen Kochchin, die sind relativ platt. Ming fingiert schon Ansprüche bei uns, hat gerade zwei Ansprüche fingiert, also auf alle Provinzen, auf die es halt geht. Und das muss ich auch sagen, das war, glaube ich, so ein kleines Versäumnis für mich. Ich hätte einfach Gegenspionage machen sollen. Ich glaube, das hätte dann besser geklappt. Naja, wie dem auch sei, wir haben die Annexion der Datte gestartet. Und wir schauen jetzt mal, dass wir da vielleicht noch, dass wir das vielleicht noch abschließen, bevor die Ming uns den Krieg erklären. Das wäre zumindest sehr schön. Wenn sie es tun, wäre nicht so geil. Ich würde dann nämlich möglichst bald auch Japan gründen wollen. Und zwar halt eben so, dass wir möglichst schnell aus unserem Status der Rivalität mit den Ming rauskommen. Das wäre sicherlich noch eine praktische Variante. Ich hätte jetzt auch im Prinzip nichts dagegen, hier diese beiden Provinzen an die Ming abzugeben. Ich hätte nur was dagegen, wenn sie alle meine Truppen vernichten. Das wäre halt nicht so schön. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Hulunbuir. Chichiga heißt das dann, glaube ich. Und Botea. Ja, das sind die beiden nächsten Revolten, die wohl kommen werden. Ist erstmal soweit alles in Ordnung. Können wir neue Staaten gründen? Ja, schon, aber wir warten mal noch, glaube ich, ein bisschen. Ja, das ist bietet sich hier noch nicht an. Ich habe von dir noch keine Provinz erpresst, ne? Das sollten wir vielleicht noch schnell ausnutzen. Ich müsste doch auch irgendwo einen Anspruch haben, oder? Ne, ich arbeite, glaube ich, gerade dran, ne? Lass mal nochmal kurz gucken, ja. Ja, vielleicht je nachdem erpresse ich von ihm aber auch nichts. Wir gucken mal gleich. Wir versuchen das mal gleich rauszufinden. Leider sind die Hosokawa noch ein freiheitsliebender, ein zu freiheitsliebender Staat. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Egal, wir gehen nochmal einmal kurz durch, ob wir hier irgendwie noch... warte mal, bei den Generälen bekommen wir nicht viel, ne? Isolationismus und so weiter. Was haben wir hier? Handel umleiten ist eigentlich unsinnig. Bei den Kikuchi. Je nachdem. Hoffen wir mal, dass wir noch die Zeit jetzt gegen die Ming überleben. Ming hat das Embargo gegen uns aufgehoben. Was komisch ist. Ist in der Tat merkwürdig. Wir müssten gleich den Bushi noch ein Provinzchen geben, damit die wieder glücklich sind. Ja, okay. Dann will ich aber trotzdem gerne, dass du das den Ishiki gibst. Das Darlehen, sagen wir mal, zurück. Warum haben wir so unglaublich wenig Geld? Echt ein bisschen verwirrt. Warum haben wir so unglaublich wenig Geld? Das ist ja dann Quatsch gewesen, das Darlehen zurückzuzahlen, ne? Aber wir haben noch eins am Laufen, ne? Ich habe das eine Darlehen mit dem anderen zurückgezahlt. Naja, ist egal. Dann nehmen wir ein weiteres Darlehen auf. Ist okay. Datte erklärte Nanbu den Krieg. Wie viel Freiheitsstreben hast du? Wie viel Freiheitsstreben haben die? 12. Ja, dann knüppel doch mal deinen Herrscher nieder.
Wir holen uns die Militärtechnologie 7. Das katapultiert uns vor allen Dingen jetzt bei unseren Daimyo nach vorne. Die gleich deutlich weniger Freiheitsstreben haben werden. Aber hier ist es halt noch super, super hoch. Bei den Hosokawa, ja. Insgesamt läuft das gut. Jetzt müssen wir nur verhindern, dass die Datte hier irgendwelche Provinzen verlieren. Was ja mal gerade extrem scheiße ist, ne? Aber der haut hier aus der Provinz ab, das, was wieder extrem gut ist. Wann kriege ich das, die nächste Stufe Kolonialwachstum bei der Tech 10? Das ist also vielleicht gar nicht so entscheidend, ne? Ja, wir gehen also mal hier auf die Entdecker-Ideen. Kikuchi macht Frieden. Gut, wir können hier ein bisschen weiterlaufen lassen. Es gibt einen weiteren eingeborenen Aufstand. Besetzt das hier, besetzt durch Nanbu. Die sind hier oben, ne? Das ist okay. Entlager das mal schnell, damit hier weiter meine Annexionen fortschreiten kann. Echt jetzt? Shit. Ich kann von denen leider nicht das Seppuku erzwingen, ne? Naja, okay. Kordchen tritt die Kernprovinz an die Mongolen ab und wird gezwungen sein, den Euraten 10% der Einnahmen zu geben. Okay. Aha, und die haben hier noch Rivalen. Nationalisten? Na, schade. Ah, wir können übrigens... Toll, wir produzieren Schiffsbedarf. Das ist ja phänomenal schlecht. Okay. Wir brauchen 3 Transportschiffe, die wir schon bereitgestellt haben. Die gehen mal bitte hier in den Hafen. Und die bekommen jetzt einen Entdecker. Und erkunden mal gerade hier das ostchinesische Meer. Wir könnten doch sicherlich auch von euch einen Entdecker einfordern, oder? Ja, da müssen die halt 40% Einfluss haben, ne? Das ist echt noch zu viel. Ja, leider kriege ich hier Nationalismus. Leider kriege ich Nationalismus, was nicht gut ist, aber egal. So, langt es jetzt eigentlich schon mit der Kriegsandrohung für einen Anspruch? Noch nicht? 25? Komm du mal aus Chiba zurück. Ja, ich kann leider die Hauptstadt hier nicht von denen fordern. Was eine coole Provinz ist. Ja, dann lassen wir das mal, glaube ich, noch.
Warte mal, wo war ich unterwegs? Mit dem Hansel ist eigentlich auch egal, ne? Belager das doch mal bitte zurück. Sonst muss ich das einem anderen Staat geben. Gibt das mal den Utsunomiya. So, du belagerst sie gerade. Das ist eigentlich ganz okay. Wenn die Hosokawa ein bisschen kleiner werden, ist nicht so schlecht. Hosokawa sind noch extrem groß. Ich glaube, wer hat jetzt gerade wem den Krieg erklärt? War das einer von uns? Ich glaube nicht. Nee, okay. Ming ist halt noch gerade eingespannt. Das ist doch eine gute Provinz, da kann man doch mal einen Anspruch drauf fingieren. Ich warte hier noch ein bisschen mit den Spionagenetzwerken. Oh shit, wo kamen die denn jetzt her? Naja, ist egal. Die Söldner lösen wir mal gerade auf. Schön, wir gehen jetzt hier fleißig erkunden. Da oben haben wir schon die Kamtschadalen. Kann ich einen Anspruch auf dich fingieren? Ist das eine gemeinsame Küstengrenze? Ich glaube nicht, ne? Gerade gucken, das ist ja keine Horde, ne? Sondern ein Herzogtum, interessanterweise. Stamm von Kamtschadalen, die könnte man theoretisch vasalisieren, ne? Die zählen dann aber hier nicht zu diesem Vasallen-Netzwerk der Daimyo hinzu, das ist nochmal ein anderes. Anspruch auf eine Provinz verloren. Schade. Rechte des Adels verdingen sieht. Ausgelaufen. Das heißt, wir haben wieder 60% Einfluss und sind bei 40% Loyalität. Das ist gut. Wir verlieren 10 Prestigepunkte. So, jetzt kann ich dich noch nicht kernen. Ah, das liegt an der Provinz hier. Okay. So, wo sind die nächsten Revolten, damit ich da nochmal ein bisschen aufpasse? Jaren-Nationalisten, Udi und Deren. Dann lauf doch mal da hoch. Damit wir da auf jeden Fall zur Stelle sind. Lass mal gerade hier gucken. Besetzt durch Hosokawa. Das kann ich auch leider nicht übertragen. Which is not good.
Okay, aber Hauptsache die Annexion der Datte läuft halt weiter, ne? Warte mal, Spionagenetzwerk von Sarigeorgia? Ernsthaft? Du gehörst hier dazu, das ist ziemlich gut. Weil da soll auf jeden Fall noch ein Staat raus werden, wegen dieser Goldprovinz, ne? Ja, ich kann von der Mongolei halt theoretisch noch Provinzen abpressen. Aber das will ich momentan noch nicht unbedingt. Das will ich erst machen, wenn hier 30 chinesische Regimenter stehen, weil ich dann weiß, dass der Angriff kommt. Oder wenn die Mongolei sich unabhängig gemacht hat, dann will ich ihr den Krieg erklären. Deswegen bleiben wir mal da oben in der Nähe. Weil die Hauptstadt der Hosokawa ist gefallen. Prestige und ein Punkt Stabilität. Schön. Schön. Gesichtsverlust. Ist ja eh der letzte Scheiß, ne? Ich brauche nur 3 Jahre, bis ich das gekort habe. Das ist mir jetzt aber echt zu lange. Naja, die Punkte holen wir uns nachher zurück. Ich sah einen Geborenenaufstand. Die eingeborenen Aufstände, die gehen halt so locker weg, ne? Kotschin ist bankrott gegangen. Gut. Okay. Utsunomiya wurde annektiert. Das ist nicht so schlecht, weil wir annektieren ja gerade die Datte. Ich würde aber fast sagen, dann gehen wir jetzt mal trotzdem hin und führen hier die Verpflichtung für unsere Untertanen ein, dass sie sich permanent bei uns am Hof aufhalten müssen. Dadurch haben wir auf jeden Fall mehr diplomatische Fähigkeiten. Unsere Staaten verlieren, oder unsere Vasallen verlieren diplomatische Beziehungen. Chagatai hat den Timuriden den Krieg erklärt. Ich sehe leider nichts von denen. Ich sehe nur, dass Hormuz noch unabhängig ist und dass das hier alles grün ist. Dann werden die Timis wahrscheinlich ziemlich schwach sein. Waffenstillstand mit Heiji ist beendet. Gut. Habe ich nur einen Anspruch bei dir? Ja, aber das ist wahrscheinlich deine Hauptstadt, ne? Which is not great. Wozu gehörst du? Du gehörst zu dieser koreanischen Provinz, Dann komm du doch mal gerade zurück.
kann immerhin Altschuka einfordern, ne? Wollen die nicht machen? Kürzliche Drohung abgegeben. Jetzt sag mal kurz, wenn ich die Provinz haben will, wie viel brauche ich? 30er Spionnetzwerk. Können wir mal versuchen. So, wir annektieren jetzt hier die Datta auch ein bisschen schneller. Ist auch wichtig. Wir haben einen neuen Chor. Wir haben zentral Hongyang. Starten das. Koren das. Und geben jetzt nochmal. Geben jetzt mal den Ständen ein paar Provinzen. Hier bitte Klerus. Alles gut soweit. Okay. Machen wir mal hier den General raus. Na, du kannst momentan nicht erkunden. Dann schützen wir meinen Handel in der Zeit. Das sind die Truppen von den Hosokawa. Komm hier, greif mal an. Ming bietet uns an, ein Tributstaat zu werden. Dann machen wir das doch. Da denke ich auch gar nicht so lange nach. Da ist mir auch eine mögliche Revolte hier oben recht egal. Dann baust du mir mal bitte 2 Kanonen. Ja, jetzt die Frage. Die große Preisfrage. Ich würde sie gerne angreifen und zwar möglichst schnell. Ich kann auch dich angreifen. Ich habe mit dir keinen Waffenstillstand mehr, ne? Das Doofe ist halt, ich habe dann nachher hier oben diese Revolte. Aber das Gute ist halt, ich mache halt mehr Geld. Geld mache ich vor allen Dingen, weil ich jetzt Kriegssteuern erhebe. Muss mal gerade schauen. Udi und deren. Für 107 will. Ne. Hauen wir mal hier die Autonomie hoch. Das ist eine Provinz, die bringt eh nicht viel. Jetzt kommen wir 4 Jahre. Kala und Fudali haben wir noch.
hau rein. Jetzt muss mir nur einer sagen, wo Fudali ist hier, ne? Zwei Jahre, läuft. Wir gelten nicht mehr als Großmutter, ist okay. Auf dem Weg nach Altschuka. Du läufst also hier zurück. Okay. Das ist legitim. Wann wirst du fertig? Nochmal so. Aber ich behalte halt meine Vasallen, das ist halt momentan geil. Die hätte ich halt nicht, wenn ich... Hatageyama haben 0 Freiheitsstreben. Was ist mit denen los? Miltech 6. Weil wir in der Miltech höher sind als die, also militärische Technologie. Das Geile ist halt, so behalte ich meine Vasallen und kann da noch schön mit dem Vasallensystem hier rumspielen. Und ich setze die jetzt mal gerade alle hier auf Belagern. Jetzt kommen die halt auch aktiv rüber. Das sind nur die 3 Hosokawa-Regimenter, aber ich glaube, die werden es auch nicht packen. Nice. Wieder freigeboxt hier unten. Hosokawa wird gleich ein bisschen kleiner, finde ich gut. Was jetzt da oben? Was ist das für ein Krieg nochmal? Ah, du bist doch mit den Datte im Krieg, okay. Nanbuische Eroberung von Dingens. Habe ich da schon deinen Herrscher geschnitzelt? Ja, habe ich. Okay. Ja, ist gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt. Also, wir stopfen hier noch einen Knaben rein. Du willst jetzt nach Ilanhala, da laufen wir erstmal nach Tuban. Pack mal da einen Gen rein. So, was hat Ming jetzt gefordert? 7 militärische Macht. Zum Ende des Jahres werden sie militärische Macht verlangen. Wir schätzen das auf 7. Da muss man immer halt auch ein bisschen gucken, was sie dann tatsächlich verlangen. Aber gut, okay. Die werden wohl hier hinlaufen müssen, ne? Ja, ich denke doch. Anders kann ja eigentlich nicht sein, dass sie laufen. Ich habe zu viele militärische Anführer. Korea ist mein Rivale mittlerweile. Ich krieg halt die Beleidigung. Ich krieg halt die Machtprojektion momentan nicht. Ich glaube, ich muss jetzt Korea mal gerade gleich erniedrigen. Die Kanönchen bitte hier hin. Oh, guck mal da, 10 Nationalisten. Wo läuft der hin? Gut, ist ja egal, ich werde das relativ schnell erobert haben. Pack mir mal bitte noch hier so einen General mit Belagerungsskill rein. Wie sieht das bei dir aus? Kann ich erkunden? Da musst du in den Hafen fahren, ne? Fahr mal gerade zurück, wir schauen nochmal. Volle Annexion. Krass, jetzt haben die noch die Nambu annektiert. Dann müssen wir mal gucken, wie sieht das aus hier? Sind die noch? Ja. Okay, Hosokawa. Wo sind die jetzt hin? Halt die Fresse, ne? Ist nicht dein Ernst?
hart, ey, die Uuchi haben alles gefressen. Haben alles gefressen, okay. Die muss ich als nächstes annektieren, ne? Oh Mann, ey, krass. Herb. Otomo Schluss Bündnis mit Hatakeyama, ist egal. Machst du bitte einen hier? Ne, anders. Schicken wir bitte den einen Soldaten hier hoch in die Provinz. Und du läufst bitte mal nach Udi. Das sind Buryaten. Hä? Was? Haichi-Nationalisten sind das. Das heißt aber auch, die werden versuchen, mich anzugreifen. Ich sehe jetzt auch die Ming komplett, ne? Weil es ja meine Herren sind. Was haben die denn da so? 50, 60, 70 Regimenter. Ungefähr. Das ist schon ziemlich fies, ne? Mhm. Okay. Muss ich mal gerade hier einen Schluck Annexionskaffee trinken. Mhm. Gut, dann muss ich jetzt als nächstes versuchen, Korea zu erniedrigen. Ne, wir haben gleich viel Truppen, aber die mussten keine Kolonie unterhalten. Korea hat darüber hinaus auch keinen. Kann aber jetzt auch Ryukyu angreifen. Habe ich da meinen Anspruch noch? Der gilt noch 3 Jahre. Gut, das müssten wir auf jeden Fall machen. Das müssten wir auf jeden Fall machen. Ryukyu noch möglichst schnell verfrühstücken. Bei Korchin müssen wir mal gerade gucken. Gute Idee auf jeden Fall bei Korchin, glaube ich. Bauen wir hier ein Spionagenetzwerk nochmal auf. Da brauchen wir nur einen Anspruch. Okay, so, und den Rest gucken wir uns jetzt noch gerade an. Müssen wir jetzt durch, ne? Ich überlege gerade, ob ich hier nicht auch direkt einen Angriff schon durchführen soll. Das müssen wir mal gleich schauen, aber das würde ich eigentlich ganz gerne machen. Ja, ich mache das mal davon abhängig, wo die jetzt hinlaufen. Im Idealfall laufen die natürlich hier hin und greifen die neuen boyatischen Regimenter an und dann knüpple ich da direkt auch mit rein. Nur zeig's mal kurz. Ich kann nichts erkunden, das ist scheiße. Schmeiß den raus, wir werden später nochmal erkunden gehen. Ich will auf jeden Fall diese Goldprovinz da oben haben. Ja, okay. Wir machen an der Stelle einen Cut.
Ja, wir machen ja quasi hier so eine leichte Historisierung bei diesem Let's Play und da können wir vielleicht noch gerade dran anknüpfen. Ich sag noch mal ganz kurz was zu der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. 1483, ne, das ist in etwa so das sind so die Nachwehen der schlimmsten oder des ersten richtig schlimmen Bürgerkrieges in Japan, den sogenannten Onin-Kriegen im 15. Jahrhundert, 1467 bis 1477 haben die ungefähr gedauert, also 10, 11 Jahre, so über den Daumen gepeilt. In der Folge wurde die Zentralgewalt der Ashikaga massivst geschwächt eigentlich und sie waren, also die Zentralgewalt in Japan war mehr oder weniger ausgestorben. Kyoto war fast vollständig zerstört. Da stand eigentlich überhaupt nicht mehr viel. Also ich glaube, das Schlimmste tatsächlich für Japan oder für die einzelnen japanischen Provinzen in der Zeit war tatsächlich das Fehlen der Zentralgewalt, die dann den Aufstieg der lokalen Machthaber, der Warlords, neudeutsch gesprochen, ne, im Sengoku-Jidai eben doch deutlich beförderte. Der Bürgerkrieg tobte vor allen Dingen auch eben in der Hauptstadt selbst. Ne, klar, durch die Zerstörung der Hauptstadt ist ganz klar. Ne? Und dieser Machtverlust der Ashikaga, ja, das war natürlich auch ein Prozess, der sich über viele Jahre hinwegzog. Also es war nicht so, Tokio war zerstört, die Ashikaga hatten nichts mehr zu sagen, sondern es war natürlich, diese Familie war ja immer noch sehr mächtig und hatte ja natürlich auch ihre Verbindungen. Aber tatsächlich setzt damit so ein bisschen der Niedergang eben der Ashikaga-Shogune ein. Sie verloren ganz viel Macht und waren dann tatsächlich im 16. Jahrhundert, als dieser Einigungsprozess Japans sich so langsam anbahnte, da waren sie schon fast nicht mehr von größerer Bedeutung. Oder Nobunaga, der erste große Kriegsherr, dem es gelungen ist, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eben nach der Macht zu greifen und einen Einigungsprozess in Gang zu bringen. Dessen Aufstieg war tatsächlich dadurch begünstigt worden, dass die Ashikaga mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit verschwunden waren. Diese Zeit des Nobunaga-Regimes ist ja eine Zeit großer politischer Veränderungen in Japan, aber auch eben großer wirtschaftlicher Veränderungen, auf die wir hoffentlich in den folgenden Parts auch nochmal ein bisschen eingehen können, oder ich gehe mal zumindest davon aus, ne? Mit Oda Nobunaga ungefähr endet auch so ein bisschen, nee, Moment, Entschuldigung, was wollte ich jetzt sagen? Diese Zeit des Sengoku Jidai setzt sich fort bis zur tatsächlichen Einigung Japans, die ja erst im 17. Jahrhundert wirklich abgeschlossen ist. Teilweise natürlich bleiben noch ganz viele regionale Animositäten bestehen. Das kann man da sicherlich auch nicht verschweigen. Aber das ist alles insgesamt ein sehr, 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 sehr langwieriger Prozess. Und die Öffnung Japans, das ist ja dann nochmal das ist ja dann nochmal ein eigenes Kapitel für sich. Da haben wir dann auch schon mal drüber gesprochen. Ja, besonders schlimm eben für diese Zeit des Sengoku Jidai, in der wir uns noch bewegen. Und ich denke, sie wird auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube, die Daimyo verlieren per Event nachher diesen Sengoku-Kriegsgrund. Aber tatsächlich, also in dieser Zeit ist es ja so, dass dieser Bürgerkrieg vor allen Dingen alle Schichten der Bevölkerung ja eben erfasste. Also nicht nur, ne, Ritterheere oder Samurai-Heere, die hier gegeneinander kämpften, sondern vor allen Dingen eben auch ein großer Teil der Landbevölkerung, die immer wieder in den Kriegsdienst gezogen wurde. Und gerade da, weil dieser Krieg ja auch durch Raubzüge der eingesetzten Truppen finanziert wurde, ne, gibt es einfach eine jahrzehntelange, geradezu jahrhundertelange Plünderungswelle, die sich stets immer wieder durch dieses Land zieht und die Zivilbevölkerung immer wieder aufs Neue vor eine existenzielle Krise stellt. Wir werden im nächsten Teil sehen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch ganz herzlich fürs Zugucken, wünsche euch alles gut und freue mich auf den nächsten Teil mit euch. In diesem Sinne, Matane.